So, hallo meine Lieben. Ich habe irgendwie so einen Druck heute auf den Ohren. Ich weiß auch nicht. Und es geht auch nicht weg. Also ihr kennt das ja vielleicht nach dem Tauchen oder Schwimmen, dann hat man das hier so. Ja, egal. Das mit der Nase hat irgendwie nicht geklappt. Ich mache das Video jetzt trotzdem. Heute geht es um das Thema intuitives Essen. Denn ich esse ja inzwischen so um die 2,5 Jahre intuitiv und dachte, ich mache mal so eine Art Fazit. Ich habe ja schon ganz oft Videos gemacht, in denen ich euch Tipps gegeben habe oder wie ich angefangen habe. Ich werde deswegen auch nicht nochmal super im Detail darauf eingehen und die dann einfach unten nochmal verlinken, sondern probiere eher andere Themen anzusprechen. Ich habe euch auch bei Instagram gebeten, mir Fragen zu schicken und werde die beantworten und eben auch, wie sich mein Gewicht vor allem verändert hat, was sich jetzt das letzte halbe Jahr nochmal verändert hat. So, vielleicht ist jetzt besser. Genau, und ja, dachte, wir machen das einfach so ganz gemütlich. Ich hatte jetzt auch gerade eben eine Vorlesung. Mein Gehirn ist eh Brei. Danach muss ich dann auch noch eine andere Vorlesung zusammenfassen. In 2 Wochen gehen ja schon die Klausuren los. Aber ja, was muss, das muss. Und wo fange ich am besten an? 2018 hatte ich es einfach satt, Kalorien zu zählen, nicht in meine Ziele zu erreichen, immer wieder Fressattacken zu haben und dachte mir, ich muss irgendwie, es muss einen anderen Weg geben, es muss eine andere Möglichkeit geben. Womit ich dann 2018 ja angefangen habe, ist erstmal das Kalorienzählen aufzuhören und auch mich immer zu ermahnen, wenn ich mich selbst dabei erwischt habe. So, ich glaube, die Sonne kommt gerade rein, ich bin überbelichtet. Und um mir diesen Übergang von Kalorienzählen zu intuitivem Essen ein bisschen leichter zu machen, habe ich dann 2018 sehr viel ähnliche Lebensmittel gegessen, ähnliche Rezepte, bei denen ich mich einfach sicher gefühlt habe. Ich will jetzt gar nicht das Label gesund oder ungesund in den Mund nehmen, denn davon halte ich ja prinzipiell nichts mehr. Aber natürlich habe ich einfach geschaut, dass ich so für mich Rezepte finde. Natürlich habe ich nicht jeden Tag genau das Gleiche gegessen, aber ich habe zum Beispiel sehr oft ja zur selben Uhrzeit was gegessen. Ich hatte immer nachmittags um 15 Uhr einen Proteinriegel, immer so um 13 Uhr. Uhr, ich war ja da im Praktikum, haben wir Mittagspause gemacht. Um 10 Uhr habe ich meine Haferflocken gegessen. Um 7 Uhr oder um 8 Uhr, als ich bei der Arbeit ankam, habe ich immer Nüsse gegessen. Und abends dann um 17 Uhr und um 20 Uhr habe ich dann auch noch mal was gegessen. Ich habe mich da immer sehr dran gehalten, habe gar nicht mal so arg auf meinen Hunger gehört. Aber für mich hat das schon einen Riesenunterschied gemacht, einfach nicht mehr zu zählen und mich einfach darauf zu verlassen, hey, ich esse einfach zu den Zeiten, ich esse einfach in Maßen, ich esse einfach ganz normal und wenn es mal doch mehr wird oder wenn ich doch mal außer der Reihe ist, ist es überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, ich zähle keine Kalorien mehr. Und das hat mir schon super geholfen. Ich habe ja auch dann diese Diätreihe gemacht, habe ja auch während der Zeit dann abgenommen und ja, war auf jeden Fall mental schon an einem ganz anderen Level. Das hat mir echt viel, viel geholfen. 2018, ich habe dann auch mein Gewicht eigentlich problemlos gehalten. Dann bin ich ja ins Auslandssemester gegangen, da war es dann wieder ein bisschen durchwachsener. 2019 habe ich dann weitergemacht, wieder so ein bisschen mehr zur selben Uhrzeit und gegen Mitte, Ende 2019 dachte ich mir so, das ist irgendwie noch nicht das, was ich haben will. Ich möchte wirklich in der Lage sein, Süßigkeiten dabei daheim zu haben. Ich möchte in der Lage sein, zu sagen, hey, ich habe auch meine Lieblingssüßigkeiten daheim, das triggert keine Fressattacke, das kann ich in Maßen essen, die halten länger als einen Tag und habe mir dann bewusst auch immer meine Trigger essen, wie zum Beispiel Milchbrötchen oder was hatte ich da noch, ich weiß es gar nicht mehr, Toffifee oder so gekauft und hatte das dann auch daheim. An manchen Tagen habe ich es an einem Tag gegessen, aber so ist das eben und an anderen Tagen habe ich es dann aber auch wirklich gemerkt, habe gedacht so, hey, brauche ich jetzt wirklich 20 Toffifee, reichen nicht auch 3 oder so und dann hat sich das so langsam gebessert und so war so ein bisschen mein Einstieg in das richtige intuitive Essen Ende, Mitte 2019, dass ich gemerkt habe so, hey, ich kann ja meinem Körper eigentlich vertrauen. Das hat jetzt mit der Routine gut geklappt. Ich bin immer mehr weg von dem Kalorienzählen. Und dann beim intuitiven Essen war für mich ein großer Fortschritt. Oder beziehungsweise das hat mir viel geholfen, indem ich mir einfach gesagt habe, hey, ich will jetzt gar nicht abnehmen. Ich will einfach meine mentale Gesundheit und mein Essverhalten in den Griff kriegen. Es ist mir so egal, ob ich dabei zunehme. Es ist mir egal, ob ich dabei ja, abnehme. Ich möchte einfach nur ein gutes Essverhalten haben. Und ich glaube, das hat einen großen Unterschied gemacht. Weil ihr kennt das ja vielleicht alle. Also ich hatte das auf jeden Fall immer und habe das auch heute noch manchmal, dass ich immer so denke, ja, so 1 Kilo weniger, so 2 Kilo weniger, so 3 Kilo weniger würden vielleicht schon gut aussehen. Dass man das immer so ein bisschen hat und nie so hundertprozentig angekommen oder sich nie so hundertprozentig angekommen fühlt.
war kein deutscher Satz, naja. Und genau, das habe ich wirklich probiert auszublenden und wirklich zu sagen, so hey, mir geht es jetzt um mein Essverhalten, ich möchte lernen, intuitiv zu essen und es ist ein langer Prozess und ich bin bereit, das zu machen und es wird Höhen und Tiefen geben und es wird Tage geben, da werde ich viel essen, es wird Tage geben, da werde ich mich überhaupt nicht dran halten, es wird Tage geben, da will mein Kopf Kalorien zählen, es wird so sein, aber ich ziehe das durch und ich gebe mein Bestes und das ist das Wichtigste. Und dann sind wir umgezogen und das hat irgendwie auch nochmal was verändert hier die neue Wohnung, weil die Lebensqualität einfach gestiegen ist und ich mich so viel wohler hier fühle und da habe ich dann irgendwie auch nochmal Motivation bekommen, zum Beispiel auch mehr zu kochen, mich auch mehr mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen und wie sie mich eben sättigen. Ich habe jetzt da keine Bücher oder so gelesen, aber einfach so mehr drüber nachgedacht, so hey, ist es gerade sinnvoll, irgend so einen fertigen Joghurt zu essen oder sollte ich mir vielleicht lieber einfach eine richtige Mahlzeit kochen? Natürlich habe ich das auch schon davor so gehandhabt, aber ich bin schon jemand, der sehr kochfaul ist und ich habe schon sehr oft dann oder ich neige dazu, gerade wenn jetzt Fabian oder so nicht da ist, dann eher zu was Schnellem zu greifen, anstatt mir einfach mal was aufzukochen oder einen Salat Gemüse klein zu schneiden, was ja auch schnell geht eigentlich. Genau, und das habe ich Ende 2019 dann hier in der neuen Wohnung wirklich noch intensiver umgesetzt und auch wirklich mal zu sagen, ich habe jetzt gar keinen Hunger mehr, dann esse ich halt keinen Mittagssnack. Dann esse ich halt erst wieder abends, wenn ich wieder Hunger habe. Also das war wirklich was, das hat auch gedauert und es gibt auch sehr viele Tage, da hat das gar nicht geklappt und es gibt immer noch jetzt viele Tage, an denen das nicht klappt. Aber das ist gar nicht schlimm. Was auch noch ein Punkt war, der für mich sehr wichtig war, war einfach zu akzeptieren, dass es normal ist und dass es kein Rückfall ist und dass es nicht irgendwie heißt, dass ich gescheitert bin oder sonst was, wenn man mal mehr isst. Ich habe mich da auch viel mit Freundinnen ausgetauscht und dann habe ich auch gemerkt, auch Leute mit gutem Essverhalten, die nicht irgendwie Kalorien gezählt haben jemals, die essen auch mal so viel. Das ist ganz normal. Ich finde das so schwierig, wenn man bei Social Media so viele Leute sieht, die meiner Meinung nach sehr krankhaft essen, sich nie, nicht mal Pommes mal bestellen, nicht mal irgendwie ein Schnitzel oder sonst was holen, also wenn man Fleisch isst. Und das, dann fühlt man sich schon schlecht, wenn man dann so denkt, hey, ich hatte jetzt gerade irgendwie 3 Packungen Gummibärchen oder so. Und das war wirklich so ein Prozess zu akzeptieren, hey, das ist ganz normal. Und inzwischen ist es auch normal. Und ja, ich habe dann auch, wie gesagt, Ende 2019, Anfang 2020 auch wieder bewusst viel Süßigkeiten eingekauft, weil ich einfach mir selber zeigen wollte, so hey, ich kann die daheim haben. Und die waren dann auch manchmal schneller leer, manchmal weniger schnell, aber es ist immer mehr zur Normalität geworden und nicht mehr zu diesem, ich muss jetzt Süßigkeiten essen, weil ab morgen ist ja wieder eine Diät oder esse ich ja Paleo oder esse ich sonst irgendwas und dann kriege ich es nicht mehr. Und das, ja, wie gesagt, an manchen Tagen war es erfolgreicher, an anderen weniger, aber hat mir trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, zu dem Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin, wo ich selbst sage, ja, eigentlich brauche ich gar nicht so viel Süßigkeiten. Wir kaufen jetzt alle paar Wochen mal Süßigkeiten, wenn wir mega Lust drauf haben. Die sind dann auch oft mal an einem Tag leer. Manchmal nach 3, manchmal nach einer Woche. Und das ist so das, womit ich aktuell echt gut leben kann. Und ich glaube, das hat auch nochmal eine gewisse Gewichtsabnahme verursacht, weil ich einfach auch viel öfter mal sage, hey, ich habe gerade gar keinen Hunger, dann esse ich jetzt auch nichts. Natürlich esse ich meine Mahlzeiten, aber es gab jetzt auch einfach viele Tage, wo ich viel zu tun hatte und dann gemerkt habe, so eigentlich brauche ich jetzt noch nichts. Dann esse ich, keine Ahnung, abends eine kleinere Portion oder lasse, wie gesagt, den Nachmittagssnack aus oder ich esse irgendwie mein Frühstück erst ein bisschen später und nur eine Kleinigkeit morgens. Genau, das ist so ein bisschen, hat glaube ich auch dazu beigefügt, denn ich habe inzwischen ganze 7 Kilo weniger als Anfang 2018. Und die letzten 3 Kilo habe ich jetzt auch 2020 abgenommen. Aber ich werde nicht mein Gewicht sagen, auch wenn viele das jetzt blöd finden. Aber ich möchte einfach nicht, dass man sich vergleicht. Ich finde das so schade und ich habe das früher selbst ganz extrem gemacht. Wollte immer wissen, wie viel wiegen andere. Und man vergleicht sich ja automatisch, das ist ja auch ganz normal. Und deswegen werde ich mein Gewicht hier nicht nennen. Einfach weil ich nicht möchte, dass jemand daheim sitzt und denkt so, boah, ich wiege ja viel weniger, ich wiege ja viel mehr und das möchte ich einfach nicht. Auf jeden Fall ist es auch, finde ich, gar nicht so relevant, denn viel wichtiger sind für mich erstmal, wie man sich fühlt, wie die Kleidung passt und auch die Umfänge. Auch das habe ich natürlich gemacht und habe, ich würde sagen, eine halbe Kleidergröße oder eine Kleidergröße abgenommen. Mir passt jetzt eher 36 besser, davor war ich auch 36, 38, war wegen meiner Oberweite allein schon auch oft 38 und meine Oberschenkel, aber ja, wie gesagt, da ist schon so, dass so die Sachen lockerer geworden sind, meine alten Sachen. Und auch im Umfang habe ich insgesamt, ich werde das hier oben einfach einblenden, was jetzt so das Fazit ist nach diesen 2,5 Jahren, 4 Zentimeter am Bauch genommen. Und ich würde sagen, gerade aktuell sieht man das jetzt natürlich nicht in meinem lockeren, gammeligen Oberteil hier. Aber ja, und ich glaube, viel habe ich auch einfach Muskelmasse verloren durch Corona. Und auch deswegen finde ich, dass die Waage nicht so ausschlaggebend ist. Weil auf der Waage, würde ich sagen, hat auch viel, klar, ich esse
weniger einfach mehr. Ich esse einfach weniger, aber ich glaube, ich habe halt auch ein bisschen Muskeln verloren. Und wie ihr wisst, sind Muskeln ja schwerer als Fett. Und deswegen finde ich, ist die Zahl auf der Waage auch nicht so aussagekräftig. Aber ich habe ja auch gemerkt, ich habe an Umfängen auch überall abgenommen. Das heißt, ich werde wohl auch Fett abgenommen haben. Jetzt hole ich mal mein Handy, denn ihr habt ja auch noch Fragen gestellt. Ich hoffe, das hat jetzt schon so ein bisschen geholfen. Das ist echt viel und ich könnte, glaube ich, auch eine Stunde darüber reden. Aber das, ich werde die anderen Videos natürlich auch verlinken. Da findet ihr auch echt noch ganz viel Input und ganz viel Inhalte und ganz viele Tipps. Und ich möchte nicht, dass das Video jetzt hier halt 30 Minuten geht. Ich hole mein Handy. So, eine Frage, die ich sehr häufig bekommen habe, ist, ob ich Angst vor der Zunahme durchs intuitive Essen habe oder wie man damit umgehen soll. Also ich finde, es geht beim intuitiven Essen vor allem darum, dass man eben seine mentale Gesundheit in den Griff bekommt und da sollte man auch das in Kauf nehmen, wenn man vielleicht sogar dadurch am Anfang Kilo mehr hat. Meine Erfahrung war jetzt ja auch tatsächlich, dass ich ja deutlich abgenommen habe durchs intuitive Essen und ich habe das auch schon bei anderen Leuten mitbekommen, also eher in meinem Freundeskreis, jetzt keine Influencer oder so, bei denen es genauso ist, dass sie intuitiv essen und dadurch eher weniger essen als zu viel. Denn man muss halt immer wirklich auf seinen Körper hören und intuitives Essen bedeutet ja nicht, sich irgendwie 30 Laugenstangen zu kaufen oder so, sondern halt einfach flexibler zu sein und aber das zu machen, was für den Körper am besten ist. Und zum Beispiel esse ich auch deswegen aktuell sehr wenig Süßigkeiten, weil es einfach nicht so gut fürs Gehirn ist, auch für die Leistungsfähigkeit. Der Zucker hat da eine bestimmte Wirkung, müsste ich jetzt googeln, um das genau zu sagen. Und ja, ich meine, brauche mein Gehirn. Aktuell ist mir meine Figur ehrlich gesagt komplett egal. Ich muss Klausuren schreiben, es ist mir egal, wie ich aussehe. Deswegen habe ich gar keinen Fokus da aktuell drauf. Und kann euch nur sagen, es lohnt sich und das gewiss sich alles einpendeln. Und selbst wenn ihr dann mal einen Monat, wie gesagt, keine Ahnung, wie gesagt, ein Kilo oder zwei mehr habt, das pendelt sich ein, vertraut auf euch selbst. Und man kann ja dann immer noch, wenn man sagt, okay, ich esse jetzt intuitiv, ich bin schon soweit, ich fühle mich wohl, aber irgendwie würde ich gerne ein Kilo abnehmen, dann kann man ja trotzdem sagen, man tauscht dann das ein oder andere durch eine gesündere, gesund, ihr wisst, aber durch mehr Gemüse aus einfach oder ich esse ein bisschen mehr Gemüse oder ich schaue, brauche ich wirklich den fünften Snack am Tag, habe ich wirklich dann Hunger und oft merkt man dann, dass es eben oft nicht so ist und das habe ich oft gesagt und dementsprechend finde ich, muss man dafür keine Angst haben. Meine Erfahrung ist ja wie gesagt, dass ich eher abgenommen habe. Die nächste Frage ist das Essen in Gesellschaft. Dass das Mädchen es schwierig findet, da nicht zu viel zu essen, das kann ich jetzt leider gar nicht teilen, weil bei mir war das auch früher schon immer, oder ich kann keinen guten Tipp geben, weil bei mir war das früher immer umgekehrt, dass ich in Gesellschaft ganz wenig gegessen habe und halt eher geheim, alleine, hinter geschlossenen Türen dann super viel gegessen habe. Aber da finde ich, ist es ja auch so, wenn man intuitiv isst und auch ob man in Gesellschaft ist, dann merkt man ja trotzdem irgendwann so, esse ich jetzt einfach nur die ganze Zeit Chips, weil die da stehen und weil es lustig ist? Oder esse ich die Chips, weil ich gerade Hunger habe oder Lust drauf habe? Oder weil ich jetzt sage, ich mag das jetzt halt einfach, ich entscheide mich dafür. Das geht ja genau darum, dass man so ein bisschen in sich reinhorcht und das bewusst wird, warum man gerade isst und das halt nicht so mindless Snacking ist. Und ich finde, das wäre ja damit dann auch schon erledigt, indem man einfach sich bewusst wird, während man isst und das eben wahrnimmt und nicht einfach nur reinschaufelt, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich hoffe, das konnte ein bisschen helfen. Wie gesagt, ich hatte eben eher das Gegenteilige immer früher. Und schau mal, was es noch für Fragen gab. Umgang mit Süßigkeiten. Wie gesagt, alles ist erlaubt. Ihr kennt ja auch meine Süßigkeiten-Teller, die es regelmäßig gibt, beziehungsweise jetzt aktuell ein bisschen weniger durch die Klausuren. Aber gerade letzte Woche zum Beispiel hatten wir auch 3 Packungen Süßigkeiten da und hatten auch alle 3 an 3 Tagen dann auch leer. So what? Also, ja, gar kein Thema, gibt es bei uns immer noch viel und ich nehme oder habe damit trotzdem abgenommen, obwohl ich hier gar nicht drauf geachtet war und es auch gar nicht mein Ziel ist abzunehmen, sondern ich will einfach nur ein gutes Essensverhalten haben, Essverhalten haben und möchte ja gute Leistung erbringen im Beruf und in der Uni und der Rest ist mir eigentlich egal. Hört sich ein bisschen blöd an und ich weiß, für die, die jetzt mein Video schauen und vielleicht schon seit Jahren probieren abzunehmen, ich habe das auch mal gehasst, wenn ich dann so Videos geschaut habe und dann die Leute so, ja, das Gewicht fällt einfach so von mir ab. Ja, natürlich denkt man sich so, ja, danke für nichts, aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr euren Fokus auf wichtigere Dinge im Leben legt, dann wird das auch kommen und erzwingen kann man das auch nicht. Also gerade wenn man von Kalorienzählen auf intuitives Essen geht, dann finde ich es Zwang da die schlechteste Möglichkeit, denn es ist ja was Natürliches, wo wir auf unseren Körper hören wollen und wo wir uns bewusst werden wollen, was wir essen und dementsprechend, ja, finde ich, sollte man da einfach
probieren, locker ranzugehen und nicht das irgendwie erzwingen zu wollen. Und probiert euren Weg da zu finden. Probiert auch verschiedene Sachen aus. Ich bekomme ganz oft Nachrichten, wo ich überrascht bin, wo ich denke so, probiert es doch einfach aus. Also was habt ihr zu verlieren? Das sind 2 Wochen in eurem Leben, wo ihr dann halt mal anders esst, als ihr sonst esst. Aber klar, man hat als Mensch natürlich einfach Angst, den Status quo zu verlieren. Und dementsprechend kann ich das natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, dass man da so ein bisschen Bedenken hat, mal was auszuprobieren. Aber ich finde, warum nicht? Also es kann ja vielleicht auch besser werden. So, nächste Frage war, hast du dein Gewicht gehalten, zugenommen oder abgenommen? Ich habe eigentlich direkt abgenommen, außer wie gesagt im Auslandssemester habe ich wieder ein bisschen zugenommen. Aber ansonsten kontinuierlich eher Richtung abgenommen, habe mein Gewicht auch immer sehr lange dann gehalten und je nachdem, wie jetzt zum Beispiel die letzten Monate, als ich wirklich noch intuitiver angefangen habe zu essen und auch weniger Süßigkeiten da gegessen habe, halt noch weiter abgenommen. Übrigens esse ich auch deswegen weniger Süßigkeiten, weil ich immer mit meiner Haut so ein bisschen Probleme hatte, wenn ich Süßigkeiten gegessen habe. Und es hat mich mega gestört, weil ich hatte dann immer so Pickelchen und dann dachte ich mir so, das ist mir irgendwie nicht wert. Also klar, alle paar Wochen mal oder alle 2 Wochen mal, aber oder irgendwann, wenn ich halt Lust drauf habe, aber ich habe keine Lust, das wöchentlich zu haben. Gut, viel zu den Fragen, die ich eigentlich schon beantwortet habe. Habe ich am Anfang zugenommen? Nee, habe ich nicht, wie gesagt. Ernährung durch Bewegung kompensieren. Also das habe ich ganz am Anfang vor 7 Jahren gedacht, dass ich ja über alles kompensieren könnte. Das ist der komplette Schwachsinn, das stimmt überhaupt nicht. Und eine schlechte Diät oder eine schlechte, also Diät im Sinne von Ernährung kann man nicht ausbalancieren, da müsste man 10 Stunden am Tag Sport machen bei dem, was manche Leute oder was ich auch damals gegessen habe, um das auszubalancieren und sollte auch nicht Sinn und Zweck sein, dass man, wenn man einen Kuchen gegessen hat, dann ins Fitnessstudio 3 Stunden rennt, das ist für mich auch eher krankhaft und da sollte man echt aufpassen. Genau, also natürlich ist es so, wenn wir jetzt irgendwie 5 Stunden radeln waren, was jetzt leider schon länger nicht mehr vorgekommen ist, aber gab es so Tage schon, dann haben wir natürlich abends mehr gegessen, also aber nicht, um das auszugleichen, was wir gegessen haben, sondern weil wir halt viel Hunger hatten. Vom Sport haben wir mehr gegessen, also eher umgekehrt. Halt, wir haben viel Sport gemacht und hatten deswegen mehr Hunger, also haben wir auch mehr gegessen. Aber nicht, wir haben viel gegessen und haben dann am nächsten Tag gesagt, boah, jetzt müssen wir aber 5 Stunden radeln gehen. Das finde ich ist nämlich so ein bisschen, geht in die falsche Richtung von dem, was intuitives Essen ist. Nämlich, dass es eben natürlich sein soll und dass man sich nicht gezwungen fühlen soll. Und dementsprechend, ja, nee, ich kompensiere überhaupt nichts. Ich esse, wie ich es für richtig halte. Und wenn ich an manchen Tagen halt mich nur von Süßigkeiten ernähre, das war nicht am Wochenende, wie gesagt, so ein bisschen der Fall, dann ist es halt so. Wie gesagt, also das sind so Tage. Und ich glaube, man muss einfach auch lernen, das zu akzeptieren, dass das ganz normal ist. Und dann sieht man das auch nicht mehr so als Muss, dass man eben Süßigkeiten isst, weil man weiß ja, ich könnte mir jetzt auch heute wieder Süßigkeiten kaufen. Und irgendwann nimmt dann schon das Verlangen ab, meiner Meinung nach. Und deswegen haben wir auch einfach viel weniger Süßigkeiten und so da. So. Genau, gewisse Dinge nur nach Bewegung, Sport erlaubt, habe ich gerade eben ja schon angesprochen. Schlechtes Gewissen, Gedanken an kalorienreichen Tagen. Auch ich habe damit natürlich manchmal zu kämpfen, aber ich sage mir immer so, es ist ganz normal. Jeder von uns hat das, jeder auch mit einem sehr guten Essverhalten hat das und es ist überhaupt nicht schlimm, es passiert nichts. Also selbst wenn man echt mal mega über die Stränge geschlagen hat, das ist überhaupt nicht schlimm, macht euch da gar keinen Stress. Und es ist einfach nur ein Tag wie jeder andere. Am nächsten Morgen wacht ihr wieder auf und hört wieder mehr auf euren Körper. Und ich sag mir das dann auch echt an so Tagen, wo es so, hey, morgen muss ich wieder ein bisschen mehr auf meinen Körper hören. Morgen muss ich wieder ein bisschen schauen, ob ich wirklich Hunger habe oder ob ich gerade nur aus Lust und Laune esse. Und das war's. Mehr mache ich da nicht. Also ich habe da keine besonderen Gedanken, sondern ich sag mir einfach so, hey Rebecca, du hast jetzt die letzten Tage ein bisschen viel unnötig gegessen, ohne dass du Hunger hattest. Es wird wieder Zeit, auf deinen Körper zu hören. Und dann klappt das eigentlich auch immer ganz gut. Wie gesagt, mal ist es besser, mal schlechter. Es ist einfach nur, ja, es soll ja Normalität werden. Und das ist normal, dass es eben auch mal Tage gibt, die über die Stränge schlagen. Und dass es Tage gibt, an denen man vielleicht auch weniger isst, dann wo man irgendwie keine Zeit hatte oder so. Ja, ist auch so, ist auch normal. Also ich finde, man muss ja auch nicht immer von dem Extrem zu viel Essen reden, sondern auch manchmal auch von dem Gegenteil. So, das war mein Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt und ich zu wenig beantwortet habe, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann mache ich einfach nochmal ein Video und dann werde ich vielleicht einfach nur eure Fragen nochmal detaillierter erklären. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich jetzt eigentlich euch einen guten Eindruck gegeben habe. Wenn nicht, dann sagt es mir. Wie gesagt, ich wollte auch nicht, dass das Video zu lang wird. Wahrscheinlich ist es jetzt doch super lang und ein bisschen chaotisch. Das tut mir sehr leid. Ich muss jetzt aber leider auch wirklich weiter lernen. Und genau. Kommentiert einfach. Bis dann. Tschüss.